Hallo, ich bin der André vom SIP und wir haben uns heute versammelt, um gemeinsam das Fest der Lambda-Sonde zu feiern. Die Lambda-Sonde wird in den Auspuff eingeschraubt und bietet uns die Möglichkeit zu erkennen, ob der Motor fett oder mager läuft. Bisher war es dazu nötig, dass man so ein externes Zusatzinstrument bei seinem Roller installiert. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir inzwischen solche Adapter-Kits anbieten, mit denen wir die Lambda-Sonde an unsere SIP-Tachometer anschließen können. Der Lambda-Wert, der gemessene Lambda-Wert, wird dann in der Temperaturanzeige angezeigt. Wir haben inzwischen einige Abgasanlagen im Programm und diese Abgasanlagen bieten sowohl einen Anschluss für einen Abgastemperaturmesser als auch für die Lambda-Sonde. Man kann also erkennen, läuft der Motor fett, läuft der Motor mager, wie läuft er in meinem Teillastbereich, wie läuft er bei Vollgas, wie läuft er, wenn ich gerade auf der Autobahn fahre, muss ich mir Sorgen machen oder ist alles im grünen Bereich. Neben dieser Viper-Box, die hier liegt, haben wir auch inzwischen einen SIP Road 3.1 im Programm, also einen Standard-Rennauspuff, wenn man so will, der für fast alle Zylinder passt, der auch über diese eingeschweißten Muttern verfügt. Wenn man jetzt allerdings einen anderen exotischen oder älteren Auspuff hat an seinem Fahrzeug, dann sind in dem Kit, das wir hier anbieten mit der Lambda-Sonde, auch entsprechend Einschweißmuttern enthalten, sodass man also seinen bestehenden Auspuff aufrüsten kann. In dem Kit der Lambda-Sonde ist einmal die Sonde selbst. Die ist beheizt. Dafür braucht sie eine Stromversorgung. Die ist in dem schwarzen Kästchen drinnen und an den Temperaturmesser-Eingang von dem Tacho wird der Sensoranschluss angeschlossen. Wir bauen das jetzt gleich beim Ralf alles mal ein in die Rallye und dann schauen wir uns am Prüfstand an, wie das funktioniert. Wir hatten es hier jetzt natürlich leicht, weil die Rallye vom Ralf schon eine Gleichstromelektrik hat für den Elestart und deswegen auch schon eine Batterie. Aber es ist auch ohne Batterie möglich, aber es ist besser mit Batterie. Jetzt schauen wir uns das mal auf dem Prüfstand an, was der Tacho anzeigt. Worauf ich jetzt hinweisen möchte, was die Vergasereinstellung betrifft, werde ich jetzt zwar schon ein paar Kleinigkeiten sagen, aber das nicht großartig erklären. Ich mag da auf mein anderes Video hinweisen zum Thema Vergasereinstellung und zwar in Reihe von dem Tuning-Tutorial, das online ist auf YouTube. Wir werden es hier ziemlich ähnlich machen, sodass wir uns verschiedene Gasschieberstellungen am Gasgriff markieren und die dann abfahren und dabei aufzeichnen, was die Lambda-Sonde anzeigt und dann gucken, wie weit wir das verwenden können, was uns das sagt. Und wir haben dann noch die Möglichkeit, hier eine zweite Lambda-Sonde, die hier zum Prüfstand gehört, die werden wir dann auch noch in den Auspuff stecken und eigentlich kontrollieren, ob der SIP-Tacho und die SIP-Lambda-Sonde da das gleiche Ergebnis bieten. Also können wir uns selber noch prüfen. Jetzt ist der Motor noch aus und der Lambda-Wert zeigt 199 an, also 19,9 Teile Luft. Also das ist extrem mager, klar, weil es ist ja kein verbranntes Abgas im Auspuff. Also er misst jetzt die reine Luft und da ist eben der höchste Wert, den er messen kann, ist 19,9. Mal schauen, was passiert, wenn wir starten. Dafür gewinnen, in welchem Drehzahlbereich mein Motor wie fett oder mager ist. Um das anschaulicher darstellen zu können, werde ich jetzt auch mal die Prüfstands-Lambda-Sonde in den Auspuff schieben und dann können wir das vielleicht ein bisschen zuordnen.
Also wir haben jetzt die Lambda-Sonde vom Prüfstand zusätzlich in den Auspuff reingesteckt und können jetzt an dem Handgerät ablesen den gleichen Wert, den auch der Tacho anzeigt. Da können wir jetzt also mal schauen, ob diese Messung von der Tacho-Lambda-Sonde ungefähr das gleiche ergibt. Ist natürlich so, dass diese Lambda-Sonde nicht sehr weit drinnen steckt und deswegen ein Haufen Frischluft vielleicht dazu gemischt wird, aber schauen wir es uns mal an. Also ich öffne jetzt mal hier den letzten vernünftigen Lauf und dann schauen wir mal, wie wir die Vergasereinstellung verändern könnten zum Beispiel. Also hier sieht man jetzt oben die Leistungsmessung und unten den Lambda-Wert. Der Lambda-Wert wird hier anders vom Wert her dargestellt als im Tacho. Hier ist Lambda 1, das ist, wenn genau ein Teil Sauerstoff mit einem Teil Benzin irgendwie genau verbrannt wird. Stöchiometrisch heißt es. Und dann geht es hier runter bis 0,85. Das ist dann schon relativ fett, allerdings ganz gut für höchste Leistung. Im Tacho heißt dieser Wert hier 147, also 14,7. Und 0,85, das ist dann ungefähr ein Wert von 12,5 oder 13. Also auch da möchte ich auf mein Video verweisen. In dem Tuning-Tutorial, zweite Folge, haben wir einen Vergaser eingestellt. Und da haben wir gesehen, was ist fett, was ist mager, was ist stöchiometrische Verbrennung. Da gibt es so ein Diagramm. Und es gibt entweder die Möglichkeit, die Anteile Luft pro Benzin darzustellen, dann ist es 14,7 Teile Luft. Oder man sagt, man rechnet gleich die Teile um, dann ist es entweder 1,0 oder 0,85. Also dann sind Werte unter 1 sind fett, Werte über 1 sind mager. Das ist der letzte Lauf, den wir ganz gefahren sind. Also hier in niedrigen Drehzahlen, da ist sie ziemlich mager. Und dann je höher, dann gebe ich irgendwie Vollgas. Und dann geht der Lambda-Wert hier auf 0,9, das ist immer noch ein bisschen mager. Und dann bei höchster Drehzahl auf 0,85 runter. So, jetzt habe ich hier eine Düse geholt. Die hat ein riesiges Loch, ist eine 162er Düse, ist die zweitgrößte Hauptdüse, die wir im Programm haben. Und die bauen wir jetzt mal ein in den Vergaser und schauen mal, wie sich die Lambda-Aufzeichnung ändert. Also hier sind die beiden Vollgasläufe, einmal mit 135er Hauptdüse und dann mit 162er Hauptdüse. Da sieht man einen deutlichen Unterschied. Also die 162er Düse ist natürlich erheblich fetter als die 135er Hauptdüse. Und die 162er Düse, die geht also schon so weit in diesen fetten Bereich zu 0,75 oder sowas, dass man sagen würde, okay, wahrscheinlich gewinnt man Leistung. Ja, sieht man hier auch. Der hat weniger Leistung als mit der mageren Hauptdüse, also der ist hier zu fett. Und so kann ich meinen Vergaser da einstellen und zwar nicht nur auf Gefühl, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, hört sich gut an, hört sich, sondern ich sehe hier schwarz auf weiß, wo wir stehen und was hier schwarz auf weiß ist, das ist hier tatsächlich auch schwarz auf weiß und zwar in unserem Tacho drinnen. Was eigentlich noch viel besser ist als am Prüfstand, den Tacho habe ich halt immer dabei. Also das war es jetzt vorerst mit dem Video zu unserem Lambda-Sonden-Kit. Aus meiner Sicht ein sehr geniales Produkt, mit dem das sehr, sehr dabei hilft, den Vergaser einzustellen. Man hat schwarz auf weiß, ob man zu fett oder zu mager ist mit der Motoreinstellung. Man muss nicht mehr rumraten oder nach Gehör gehen. Und es hilft einem auch, einen Motorschaden zu vermeiden, weil es einem vorher schon anzeigt, Achtung, irgendwas stimmt nicht. Auf einmal wird der Motor immer magerer. Es gibt noch einen Haufen Infos und auch Märchen zu Lambda-Sonden. Zum Beispiel wird ja immer wieder behauptet, beim Zweitakter würde das nicht funktionieren. Das stimmt also heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, das war früher vielleicht mal so, als die Technologie noch nicht so weit war. Aber heutzutage ist es problemlos möglich, eine Lambda-Sonde im Zweitaktmotor zu betreiben. Ganz viele nützliche Infos gibt es auch noch in der ausführlichen Montageanleitung, die jedem von unserem Umrüstkits beiliegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefällt das Produkt. Bitte liked den Kanal, wenn ihr es nicht schon habt und abonniert ihn. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin,
Auf Wiedersehen.